herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge. Ich befinde mich in dieser stinkigen Kanalisation hier. Ich habe auch schon einige bekannte Gesichter gesehen, wie Hanna, Gritta, die eigentlich viel zu viel rummault, hat mir da jemand gesagt. Dann haben wir noch den Matteo hier. Und wir haben noch einen Raum vergessen, glaube ich. Ach ja, und ein Örtchen haben wir noch erledigen können. Und deswegen laufen auch einige hier wild durch die Gegend teilweise. Und hier haben wir Coragon. Hallo, Coragon. Und? Wie läuft das Geschäft so? Soll das ein Witz sein oder was? Solange ich hier sitze, läuft gar nichts. Ich kann nur hoffen, dass die Orks meine Gaststätte nicht niedergebrannt haben. Du sitzt hier, du stehst aber. Was gibt's noch? Es wäre einfach. Na, das machen wir doch auch. Dann gibt es hier noch ein Trühchen. Ah, das muss ich knacken. Ah, versuchen wir mal. Okay. Sehr gut. Oh, gibt es ein bisschen was. Was mache ich denn da eigentlich? Ein bisschen Waffen, Munition und ein bisschen Gold. Das kann nicht schaden. Dann haben wir hier noch jemanden zu stehen. Das ist der Fernando. Hey du. Auch einer aus dem Oberviertel. Hallo. Bist du nicht der reiche Händler Fernando? Nicht mehr. Und bevor du die Wahrheit von einem anderen erfährst, zeige ich es dir lieber selbst. Ich hatte an einigen Banditen Waffen verkauft. Dann aber kam ein Fremder, der mich überführen konnte. Ich kam ins Gefängnis und mein Vermögen wurde konfisziert. Als aber die Orks Korinnes angriffen, war der Gefängniswärter Bolter noch so menschlich, mich aus meiner Zelle zu lassen. Nur sei Dank. Die Orks hätten mich sonst sicher umgebracht. Wie es aber jetzt weitergehen soll, tja, ich habe keine Ahnung. Auch eine sehr ruhige, warme, ältere Stimme, die hier zu Fernando passt. Womit verdienst du jetzt dein Gold? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lasse ich mich auf keine krummen Geschäfte mehr ein. So viel ist sicher. Ja, okay. Upsa. Jetzt ist mir was umgefallen hier auf dem Tisch. Entschuldigung. Kann passieren. Ja, Fernando, dann werde ich mal speichern. Und mich diesen Truhen noch widmen. Jep. 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 Und jep. Oh, 50 Goldtaler. Das ist gut. Schauen wir mal die nächste Truhe an. Oh. Ah, sehr schön. Oh, 100 Goldtaler. Die war aber nicht so gut abgesichert. Und ein Silberpokal. Kelch. Silberkelch. Auch schön. Ja, toll. Ja, toll. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist mein Dandolo? Mein Dandolo ist weg. Das gibt's doch nicht. Oh Gott, nein. Mein guter Gefährte Dandolo ist futsch. Na, das darf wohl nicht wahr sein. Da muss ich wohl alleine da hoch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oder ist er hier eventuell nach oben an der Tür stecken geblieben? Nee, hier ist Brahim. Also das wird jetzt natürlich ein Risiko. Ja. Ja, hier sind nur Berufs und irgendwas. Was ist mit der Ohne Tür? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Verdammt, was ist los? Ja, große Frage, was kommt als nächstes? Ja, ich bin mal wieder zurück zur Insel geschwommen und habe Dandolo zum Glück wieder gefunden. Ach, die Sonne scheint und wir haben ja gesehen, dass wir hier ganz viele Warane haben. Ich guck mal, ob ich welche anlocken kann. Ah ja, ja. Wunderbar. Und Dandolo ist natürlich wieder der Crack. Super Crack ist das. Ein Super Crack. Hallo? So. So, Dandolo. Ich glaube, hier scheint irgendwie ein Varanennest zu sein.
Ja, da hinten sind sie doch schon. Guck doch mal. Hallo. Jawohl. Wunderbar. Ich freue mich. Wunderbar. Ist zwar ein bisschen getroffen worden, aber... Ach ja, Dandolo ist da ein bisschen stärker. Das finde ich auch gut so. So, Della, jetzt geht's mal... Ah, siehst du, da ist nämlich eine Höhle. Eine Höhle, meine ich. Ja, und nun? Geht's da noch weiter rein, oder? Ach, hier ist noch ein kaputten Varan. Okay. Was mag in dieser Höhle Geheimnisvolles sein? Ah, hier ist was. Was war denn da? Silberkelch. Ein Silberkelch und sonst nichts. Ach, hier gibt es noch einen Gang. Knack, Gang meine ich. Mann, was ist denn? Ach ja! Ach Leute, nee, ne? Jetzt haben wir das wieder. Muss ich da so einen Speedtrunk trinken oder was? Wenn dann Dolo da reintappt? Ich weiß es nicht. Ja, warte auf mich, ist blöd. Ach, ich mach's einfach mal. Geh mal da einfach rein. So, und... Oh, 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 oh. Also, ich bin nicht getroffen. Was ist mit Dandolo los? Der hat geblutet. Der kommt aber nicht rein hier. Oh, Mann. Oh, hier haben wir viele Truhen. Die natürlich alle leer sein müssen. War ja klar, ne? Ja, ist logisch. Das ist so. Und wir haben jede Menge... jede Menge... Shisha. Oh, sorry. Shishas hier. Aber ich glaube nicht, dass man aus denen irgendwie was dampfen könnte. Nein, kann man... Doch. Großer Lederbeutel. Ne, man kann aus den Shishas nicht dampfen. Ist natürlich jetzt dull. Okay, gibt's hier noch irgendwas versteckt? Nee. Okay, wir sind ja reingekommen, also dann müssen wir auch wieder rauskommen. Ohne zu speichern. Shit! Ohne zu speichern. Wieso ist er nicht gesprungen, der Heinz? Mann, oh Mann. So machen wir das jetzt mal anders. Dandolo, du gehst mal zurück zu den anderen. So. Geh zurück zu den anderen. Na gut, dann gehe ich mal. Ja. Hallo. Wo will der denn jetzt hin? Ja, Schmerz tut weh, ne? Okay, Dandolo, der Arme. Jep, also, ich werde jetzt erstmal kurz ein Snapperkraut zu mir nehmen. Wie viel waren das nochmal? 17, glaube ich. Hier, wo war das jetzt nochmal? Sumpfkrauten? Snapper 58, ey. Okay, und ganz schnell den Lederbeutel holen. Der hier in der Ecke ist. Zack, und gucken, habe ich noch... Ja, ich habe noch Rennpaste bei mir. Sehr schön. Oh, das ging ja gerade gut. Hey, Dandolo, du sollst... Für den König. Ja, ist gut. Aber komm doch mal mit. Achso, apropos, komm mal mit. Kann ich jetzt anquaken. Weil sich deine Höhle verirrt, dieser Dandolo. Geh mal immer bessere Waffe. Komm mit. Komm mit. Auf geht's. Gut. So, im Begleitmodus kann ich auch Dandolo einfach so nicht verletzt durch die Gegend ziehen lassen. Hier, nimm den Heiltrank. Ordele. Ja, auch das ist passiert. Ja, jetzt ist die große Frage, was kommt als nächstes? Ach ja, nochmal Gernot, vielleicht hat er noch was. Verdammte Varane! Wir werden hier nicht sicher vor ihnen sein, bevor wir nicht die ganze Insel von ihnen gesäubert haben. Kümmere dich darum! Ja, noch mehr? Okay. Kümmere dich darum, ja. Also, Dandolo, wir müssen hier noch mehr Varane finden. Weiß der Geier wo? Das heißt, da ist bestimmt noch ein Heinz da hinten. Mal gleich mal.
Na, siehste. Dandolo? Guck mal, ein Varan. Sehr gut. Ganz alleine gekillt. So. Na. So, heute. Siehst du, ist nichts drin. Oder gibt es noch woanders welche? Auf der Insel, um eine Insel herum. Pass auf. Wegen eines lächerlichen Varans. Ja. Was ist? Konntest du die Gefahr durch die Varane etwa schon beseitigen? Ja. Ausgezeichnet. Dann brauchen wir uns hierüber keine Sorgen mehr zu machen. Hier hast du übrigens etwas Gold von mir. Für deine Mission wirst du es gebrauchen können. Jo, das sehe ich nämlich auch so. Ha, 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 ha. So dann, Lolo, ich glaube, wir müssen mal wieder rüberschwimmen. Warum hast du immer noch so wenig Lebenspunkte? Das ist aber dull. Denn, pass auf, der Leuchtturm von Korinnes, der Fischer Farim hat uns ja gesagt, dass wir da so eine Leiter am Felsen haben und hoch zum Leuchtturm kommen. Mensch, das lasse ich mir nicht fünfmal sagen. Und wir werden rüberschwimmen. Für euch, liebe Zuschauer, will ich es natürlich raffen. Bis wir wieder bei Farim sind und seiner Leiter. So, Dandolo, dann gehen wir mal hier die Leiter hoch. Ich hoffe, du kommst mit hoch. Denn wenn es bestimmt ein paar Orks sind, ja, da sind ja auch einige Orks dort. Nee. Dandolo? Nee. Das ist ja scheiße. Er kommt nicht mit hoch. Das heißt, ich darf mal wieder hier einen Alleingang produzieren. Okay, Dandolo, hier bin ich. Bevor du mir wieder abhaust. Warte mal. Dann warte auf mich. Warte auf mich. Gut. Und zwar Küste Baltrams Strand. Ist es das hier? Das müsste es ja sein. Warte hier. Oh, Weltknüteritsch. So, und nochmal hoch. Jeps. Bin ich mal gespannt, ob die Leiter hier auch gut funktioniert. Dass ich irgendwo wieder weg... Oh, der macht ja so gefährlichen Abstand. Oh. Na? Oh, jetzt los. Ja, okay. Knapp. So, ich höre schon was Gefährliches. Also das habe ich schon mal geschafft. Die Leiter bin ich schon mal hochgekommen. Ich höre Wölfe. Erstmal gleich mal gucken, was es hier so gibt. Oha. Spannend. Spannend? Oder nicht spannend? Das ist hier die Frage. Oha. Ah, noch eine Leiter. Mhm. Und nochmal eine Runde hoch. Ah, ich glaube, das sieht schon besser aus. Ist die neu? Die sind ja wohl neu, die Leitern. Oh, gleich hier mit Plattform. Ja. Oh, 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 da ist was. Da liegt was Blutiges. Ein Glück. Bin hochgekommen. So, was gibt's denn hier? Extrakt der Heilung. Essenz der Heilung. Soll ich der Blutspur folgen, dann weiß ich, dass da auch irgendwo ein Schattenläufer um die Ecke lauert. Oder in so einer Höhle drin. Das weiß ich noch von früher. Nee, ein Wolf. Okay. Haben wir den Wolf erledigt? Und was es noch da alles gibt? Ja, ich gehe mal von hinten rein. Hau den Wolf mal. Mal einen auf Fell Dez Fell. Oh. Endlich. Na gut, die Schützung rüstet mich gut. Die Rüstung schützt mich gut. Ach ja. Ah, dafür gibt es. Ja, einen Schattenläufer. Hab ich doch gesagt. Gucken, vielleicht kann ich den mal im Alleingang tilten. Was ich allerdings nicht so ganz glaube. Oh!
Oh, er hat was zum Mampfen. Nee, den kriege ich nicht. Den kriege ich nicht. Ist doch klar, dass ich den nicht kriege. Als ob. Jetzt laufe ich mal Richtung Turmleuchte. Hurra. Nee, schade, nicht geschafft. Dann geht's zurück auf dem konventionellen Wege. Hier habe ich alles aufgehoben, ne? Ja. So, dann bin ich mal gespannt, was uns hier im oder am Leuchtturm erwartet. Ich glaube, ich werde das Ganze mal von Weltknöterichs Seite angehen. Nein, ich meine von oben, vom Dach aus. Erstmal die Lage überblicken. Ich wusste es! So, mal gucken, ob ich hier mit dem Feuerpfeil ein bisschen Schaden machen kann. Hutschatschatscha, hutschatscha. Siehst du? Wusste es doch. Mist. Ein bisschen höher. Ja, voll. Die sind aber gut geschützt hier. Beide brennen. Oh, aufpassen, dass sie da nicht hochkommen. Wo kommst du denn plötzlich her? Da ist ja wohl ein Ding. Da kommt da so ein Drecksfuck. Von wo kam denn dieser Dreckswag? Von oben oder was oder wie? Mist. So was Beklopptes jetzt aber auch. Aha. Da ist der Wag. Verstehe. Mist. Ich sollte als erstes mal den Wag eliminieren. Wo ist er denn? Was Blödes. Also, gucken, vielleicht ist er hier doch noch in der Nähe. Ich erstmal den Wag kriege. Der hat sich wieder verpisst. Wagpisser hier. Ja, hier ist er auch nicht. Herrje mine Pupel. Ah, gucken. Gucken wir mal ums Eck. Sind hier. Hier ist niemand mehr. Weil da hinten sind sie. Na, pirschen wir uns mal ran. Hallo? Vielleicht funktioniert das. Ja, das funktioniert. Shit. Greift die ganze Zeit da das Wagenrad. Hüpf. Okay, versuch's mal halt eben mit meinem Schwertchen. Gut, ja, okay, die sind jetzt hier im Haus drin. In dem Vorhaus des Leuchtturms. Und was nun? Uchacha. Oh, nachher sind auch noch mehr von seinen Kumpels drin. Oh, das ist sogar ein Krieger, Leute. Das ist ein Krieger. Durch die Wand geht's nicht. Krieger. Rock Krieger. Komm her. So. Zack. Einmal um die Ecke hauen. Oh, ich höre noch einen zweiten. So, hier ist der zweite. Nee, das sind gleich zwei Stück. Mhm, okay. Numpok, hier ist wieder Numpok. Numpek haben wir ja schon getroffen, aber Numpok ist noch da. Mist, muss ich mal ein bisschen hier auf so ein... Nein! Ich wollte eigentlich, dass du auf so ein Fass steigst. Nee. Ah, jetzt. Hä? Da ist ja Benzin drin und dann... So nimmt er denn nichts. Wahrscheinlich ist der hintere getroffen. Okay, das heißt jetzt erstmal in die Flucht geschlagen werden. Okay. Oh, was ist das? Elite?
Nee, auch ein Ork kriegt. Der Wurm ist gut schützen. Aber nicht für mich. Schließe dich der Gilde der Diebe an und dich erwarten neue Abenteuer. Yeah. So, andere Strategie. Ich werde Folgendes machen. Ich werde erstmal gucken, wo man hier ein bisschen Schutz kriegt. Okay, ist das... Komme ich hier eigentlich hoch? Oh, ja, du bist noch in der Hütte. Hier komme ich drauf. Aber das ist zu weit weg. Oh, da hinten ist ein Scabby. Kakak, kakak. Oh, zwei sogar. Oh, hallo? Seid ihr denn total blöd? Mich so gefährlich anzupicken? Das gibt's doch nicht. Liebe Leute. Look, look, weg war es. Ach ja, wenn ich schon hier bin. Sicherheitshalber mal meinen Feuerpfeil ein. Und dann werde ich versuchen, einer der Orks hierher zu locken und von oben. Das ist, wäre jetzt meine nächste Taktik. Ist das ein Baumstamm? Nee, das ist zwar ein Baumstamm, aber ein dicken Baumstamm. So, dann komm mal hierher. Guck, guck. Guter, wo bist du? Bleibt der da wieder? Wo ist dein Kumpel? Oh, nee. Moment mal, was hat er denn jetzt vor? Okay, er hat mich wohl gewittert. Ein bisschen Abstand nehmen. So, Dulle. Und jetzt aber hoch, bitte. Das klappt wohl nicht. Dann versuche ich es mal hier. Du sollst da hochklettern! Also. So, erstmal gucken, was der Ork macht. Ist der mit hoch? Kann ja sein, man muss das erstmal ausprobieren. Okay. Das gibt's doch nicht. Der kommt da oben hoch mit seiner Krusch-Krusch. Oh, durchs Fell durch. Auch gut. Ich dachte, Fell ist mal widerstandskräftig. Probier es mal auf die altklassisch hergebrachte Weise. Wo bist du denn? Ach, jetzt hängt der da wieder fest. Das klappt ja nicht. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, irgendwie schaffe ich es nicht. Ich glaube, ihr hört auch mein Tastaturklackern die ganze Zeit. Ich bin also nicht so der versierte strategische Kämpfer. Aber eine Blutspur, yeah. Wo bist du denn? Beispiel keine richtigen Kombos machen. Da ist der Roland noch zu lahm für. Mann. Ach, ich werde erstmal ganz in Ruhe eins essen. Ah, der braucht nicht mehr viel. Ankloppe. Oh. Aber hat mir noch richtig einen auf den, übelst einen auf den Dez geholt. Ja,
Hier ist noch ein Ork-Krieger. Habe ich den? Den dürfte ich noch nicht haben. So. Erstmal wieder hier Erfrischung. Husch Agash. So, was gibt es denn hier? Ein Kessel? Gibt es einen Kochlöffel? Mal gucken, was ich kochen kann. Eine leckere Suppe oder so was. Albins Fischsuppe kochen. 5 Teller, das ist gut. So, am Herd kann man auch wieder ein bisschen was machen. Ach ja. So, gucken wir mal hier, ob es den Teleportstein gibt. Nee, Dietriche, ein Degen, bringt dir nicht viel. Und das ist Wacholder. Okay. Ach, jetzt sind wir endlich im Leuchtturm. Hier können wir auch mal ein bisschen schlafen. Normalerweise müsste doch noch einer irgendwo stecken. Ein Ork. Wollte ich erstmal speichern. Joni. Wo ist denn unser Leuchtturmwärter? Der ist bestimmt noch nicht hier. Oh, weia, was ist hier los? Ja. 2 Stück, alles klar. Ich bedanke mich. Ich wusste es. Als ob ich es nicht geahnt hätte. Shit! Kampf zwischen Tür und Angel. Herrlich. Mensch, kommst du an hier? Ah, wir haben ja hier noch eine Bank. Nee, einen Tisch als Hindernis für den Ork. Perfektor. Wow. Wow. Okay, auch das ist passiert und erledigt worden. Mal gucken, was wir mit dem zweiten machen. Der hier oben noch irgendwo rumhängt. Nee, eben nicht. So, ist Elixier der Heilung. Großer Lederbeutel. Und einen großen Feuersturm. Und kein Teleportstein. Welchem Feuer? Uah. Nee. Okay. War ein Teleportstein versprochen. Laut Logbucheintrag. Ist er ja woanders. Bestimmt hier. Irgendwo in der Ecke. Hm? Nope. Kein Teleportstein. Natur habe ich ja schon nachgeguckt, ne? Ja. Hier irgendwo in der Ecke, vielleicht beim Bett, auch nicht, auf dem Schrank. Ich habe ihn schon irgendwie der Orks abgenommen, aber stopp. Nicht zu holen. Gucken wir mal nach. Ja, ich habe immer noch die 4, nee, das ist, hätte auch eine andere Farbe. Hier ein Teleportstein, nee. Ja, das ist jetzt null. Ich habe keinen Teleportstein gefunden. Ah, auch hier nicht. Krusch Agasch. Naja. Und Drachenwurzel, auch lecker. Gleich in der Höhle des Schattenläufers. Aha. Den habe ich aber gar nicht getroffen, den Nempok. Da ist der Teleportstein. Und zwar werden wir ihn auch gleich anlegen. Dann haben wir das jetzt auch erledigt, obwohl keine Questmeldung gab. Dann werde ich mal runter zu Farim gehen und ihm die frohe Kunde tun, dass der Leuchtturm frei ist, falls es so. Falls es denn so ist. Das ist immer so ein bisschen mit Learning by Doing. Doing, doing, doing. What do you do? In so Gummischuh. Ah, da ist er, die Leiter. Okay. Runter da.
So, wo bist du, Farim? Okay. Hey. Jawohl, sehr gut. Wegen dem Leuchtturm von Korinnes. Er ist wieder frei. Ist das wahr? Du konntest die Orks tatsächlich erledigen? Ja, ich hoffe nur, dass die anderen Orks nicht so schnell Wind von der Sache bekommen werden. Das hoffe ich auch. Ich würde dir ja gerne etwas für deine Hilfe geben, aber ein Flüchtling hat nicht viel in der Tasche. Schon gut. Hauptsache ist, dass der Fluchtweg wieder frei ist. Sehr schön, super gut. Ja, liebe Leute, das war's für diese Folge. Kampf am Leuchtturm zwischen Tür und Angel als Untertitel. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Gebt mir einen Daumen, lasst ein Abo da oder schreibt einen Kommentar. Und ich sage tschüss. Yes.